Jürgen Drews, geboren am 2. April 1945 in Nauen, ist einer der bekanntesten deutschen Schlagersänger, bekannt als König von Mallorca. Im Laufe seiner mehr als 6 Jahrzehnte dauernden Karriere hinterließ er mit vielen unsterblichen Liedern wie »Ein Bett im Kornfeld« seine Spuren in den Herzen des Publikums. Hinter dem Bühnenruhm verbergen sich jedoch die tiefe Traurigkeit und die Misserfolge, die er sein ganzes Leben lang erlitten hat. Ich. Jürgen Drews kann Misserfolge im Leben und in der Karriere nicht vermeiden. Obwohl er als König von Mallorca bekannt ist, verlief seine Karriere nicht immer reibungslos, auch dank seiner Popularität bei Musikveranstaltungen auf der Touristeninsel. In seinem Leben gab es viele Höhen und Tiefen, insbesondere in seinen letzten Jahren, als er mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Drews leidet an Polyneuropathie, einer Erkrankung, die Schmerzen verursacht und sein tägliches Leben stark beeinträchtigt. Die verheerenden Folgen dieser Krankheit führten dazu, dass er sich dazu entschloss, seine Karriere aufzugeben und damit eine mehr als 60-jährige Reise zu beenden. Die Karriere von Jürgen Drews hatte schwierige Zeiten, da er darum kämpfte, seine Position in der deutschen Popmusikszene zu behaupten. Obwohl er einst für Lieder wie »Ein Bett im Kornfeld« berühmt war, änderte sich sein Musikgeschmack im Laufe der Zeit, so dass er sich manchmal in einem zunehmend wettbewerbsintensiven und sich verändernden Musikmarkt verloren fühlte. Darüber hinaus ist es nicht einfach, über eine lange Karriere hinweg einen guten Ruf zu wahren. Drews hat, wie jeder Künstler, Phasen der Kritik von Seiten der Öffentlichkeit und Experten durchgemacht. Aber mit Beharrlichkeit und Leidenschaft für die Musik überwand er diese Schwierigkeiten und konnte weiterhin einen Beitrag zum Publikum leisten. Das Leben von Jürgen Drews hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, nachdem er seinen Rücktritt im Jahr 2022 bekannt gegeben hat. Nach vielen Jahren mit Krankheiten, insbesondere Polyneuropathie, traf Drews die Entscheidung, die Bühne aufzugeben. Im Juli 2022 verkündete er in der Erfolgsshow im Ersten offiziell sein Karriereende. Sein letztes Konzert fand am 6. Oktober 2022 in Tirol statt. Nach dieser Show beendete er seine Ruhestandsshow mit der Show Der große Schlagerabschied, in der er und seine Tochter Joelina das Lied We We Got The Night aufführten. Es war ein emotionaler Moment, als er sich offiziell vom Publikum und seinen Freunden aus der Branche verabschiedete. Auch wenn er das Rampenlicht verlassen hat, hinterlässt Drews immer noch einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans. Er nimmt nicht mehr an großen Auftritten teil, aber seine Lieder werden immer noch geliebt und in Musikshows ausgestrahlt. Insbesondere sein Lied »Ein Bett im Kornfeld« gehört bis heute zu den beliebtesten Popsongs in Deutschland. Ramona, die Frau von Jürgen Drews, war diejenige, die in schwierigen Zeiten immer an seiner Seite war. Sie ist die größte Quelle der Ermutigung und hilft ihm, schwierige Zeiten sowohl in seiner Karriere als auch in seiner Gesundheit zu meistern. In vielen Interviews erzählte Ramona von der Traurigkeit und dem Schmerz, den ihr Mann in den letzten Jahren seines Lebens erlitten hatte. Ramona sagte, dass es sie äußerst traurig machte, zuzusehen, wie ihr Mann mit den durch die Polyneuropathie verursachten Schmerzen zu kämpfen hatte. Sie machte sich ständig Sorgen um Jürgens Gesundheit und fühlte sich sogar hilflos, wenn sie ihm bei der Bewältigung seiner gesundheitlichen Probleme nicht helfen konnte. Obwohl er versuchte, optimistisch zu bleiben, schwächte die Krankheit allmählich seine körperliche Stärke und zwang ihn, die Karriere, die er liebte, zu beenden. Ramona gab auch zu, dass die Aufgabe von Jürgen Drews Theaterkarriere nicht nur für das Publikum,
sondern auch für ihn selbst ein großer Schock war. Er lebte sein ganzes Leben mit der Musik und der Abschied von der Bühne war für ihn ein großer spiritueller Verlust. Sie war jedoch immer an seiner Seite und unterstützte und half ihm in den schwierigsten Zeiten. Jürgen Drews ist nicht nur für seinen Titel, König von Mallorca, bekannt, sondern auch dafür, dass er über die Jahrzehnte hinweg einer der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands war. Er begann seine musikalische Karriere bei der Gruppe Les Humphries Singers, bevor er 1976 mit dem Lied Ein Bett im Kornfeld zum Star wurde. Dieses Lied wurde zu einem der größten Hits seiner Karriere und machte ihn nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa einem breiten Publikum zugänglich. In den folgenden Jahren erzielte Drews weiterhin große Erfolge in seiner Musik- und Unterhaltungskarriere und wurde zu einem der bekannten Gesichter der deutschen Popmusikindustrie. Er war an einer Vielzahl von Musikprojekten beteiligt, von der Gründung der Gruppe Les Humphries Singers Reunion im Jahr 2007 bis hin zur Zusammenarbeit mit Künstlern wie Mickey Krause und der Rockband Pudis. Seine künstlerischen Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf das Theater, sondern umfassen auch die Teilnahme an Wohltätigkeitsprojekten wie Schlagerstar. Somebody connected to the audience network, your video will pop up right inside of that blog. Okay, so that's one example. Sometimes people, I've had people that are shopping on websites that were outside of Facebook and, you know, my videos popped up. And I have had people that were watching Amazon Fire TV or whatever, and they sent me a video because my video popped up. It really, really kind of just depends on what website, you know, somebody's messing around with, but you get the point. So your videos will show up on Facebook, on Instagram, and they have to be formatted to that, but they will show up as well on the audience network. While this is loading, I wanted to ask a question or answer a question. Can I get an example of videos or scripts to help with creating them? Yes, Patrick, when you're working with a marketing coach at Whitley, somebody will, we have a library, basically a big folder of videos that people have created in the past that they allow us to share. So if you want to see an example of, you know, an About Me video or an educational video or community video or a testimonial, we have a lot of examples of content that other agents in other markets have created. Is Whitley designed specifically for Facebook ads or does it function as a CRM as well? Whitley does have CRM components. We're not a CRM, we're an advertising platform, so we highly recommend that you have a CRM. But if you need a place to manage your contacts, we do offer that up. If people see my videos outside of Facebook, local market, say another state, won't that be a wasted retargeting fee? Your videos should only be retargeted to people that have become leads of yours. So in essence, really no, Joe, that shouldn't happen. Unless somebody from out of town is maybe moving and they stumbled across your website, you know, that may be an example, but I would say typically no. Stephanie, yeah, we were saying right now the best piece of content is literally done with your cell phone. So you don't have to have a bunch of professionally done stuff. You can, but you don't have to. So going back to Whitley, once it's ready to publish the ad, you'll see a screen that looks like this, which gives you an opportunity to just preview what your ad's gonna look like. And then you can hit publish ad. And so when I do that, it'll go to work and start publishing the advertisement itself. And then what we've done by doing that is now we have leads coming in. They're gonna start seeing this conversion type content. And that's going to allow us to, this video will literally start following